Moin Moin und damit willkommen zu Woche 2 des Hashtag RPG Day 2018. Ja, wir machen weiter. Ich habe allerdings vorher unten nochmal in der Beschreibung ein paar andere Blogs und Vlogs verlinkt. Also wer da nochmal ein bisschen kreuzlesen möchte, querlesen möchte, der kann das gerne tun. Es gab ja in der vergangenen Woche schon ein paar andere ja, Videos und auch Artikel dazu. Auch bei Twitter gab es ein bisschen was. Und ja, ich freue mich immer, dass Leute mitmachen und dementsprechend mache ich auch gerne Werbung für die anderen Leute, damit wir uns so ein bisschen quer verlinken, damit man so ein bisschen über den Horizont reinschaut. Und da würde ich mich, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr eben nicht nur hier dieses Video anseht, sondern eben auch mal bei den anderen vorbeiseht. Ja, das Ganze steht jetzt unter dem Beispiel oder unter der Überschrift How, also wie. Und die erste Frage Nummer 6: Wie könnten die Spieler eine Welt real oder realer erscheinen lassen? Das ist eine ziemlich schwierige Frage, wie ich finde, weil das eben nicht alleine die Spieler machen können. Das ist auch eine Sache des Spielleiters, aber auch er kann es nicht allein. Es ist eine Harmonie zwischen den beiden, also zwischen Spieler und Spielleiter oder Spielleitung. Und wenn die miteinander harmonieren, wenn die miteinander interagieren, wenn sie direkte Rede benutzen, was ich immer ganz wichtig finde, ich ermutige meine Spieler immer, nachdem ich da einen Hinweis bekommen habe, dass man nicht Mann sagen sollte, sondern ich. Ich gehe jetzt zu diesem Wirt und ich frage ihn: Hallo Wirt, gibst du mir bitte ein Bier? Das ist sehr viel besser als man geht einfach mal zum Wirt und fragt nach ein bisschen Bier. Dieses direkte versus indirekte Rede, das ist immer ein ganz großer Unterschied. Und in meinen Augen ist das einfach deutlich besser, so zu spielen als anders. Aber wie gesagt, auch da muss man dann eben miteinander ja, harmonisieren. Das heißt, der Spielleiter kann dann eben diesen Monolog, muss er eben aufbauen, zu einem Dialog. Das heißt, er muss dann eben auch direkt antworten. Es sei denn, er kann natürlich auch die Szene skippen und dann ist sofort Feierabend und sagt: Ja, der Wirt gibt dir das Bier und stellt es dir an den Tisch. Ja, also ich hoffe, ihr habt das Beispiel verstanden. Die Spieler können sehr wohl diese Welt realer erscheinen lassen, wenn sie direkt reden lassen und den Charakter direkt handeln lassen. Frage Nummer 7: Wie kann ein Spielleiter die Herausforderung bedeutend machen? Das ist eigentlich einfach. Es muss um was gehen, ganz einfach. Wenn das ein Kampf ist oder wenn das ganz generell ein Würfelwurf ist, dann muss es um was gehen. Wenn ich die Würfel in die Hand nehme, völlig egal, ob das jetzt beim Kampf ist oder wenn ich auf einem Berg herumklettere oder wenn ich einen Nichtspielercharakter überzeugen möchte oder eben wissen möchte, ob er mich gerade anlügt oder nicht, mit Psychologie oder mit Menschenkenntnis oder wie auch immer. Dann heißt es in dem System: Ich muss scheitern können und das Scheitern muss eine Konsequenz haben. Das heißt, wenn ich dann den Berg runterkletter oder hochkletter und ich schaffe es nicht, ja, okay, dann muss es halt eben auch Konsequenzen geben. Sonst macht diese Herausforderung, das Hochklettern, keinen Sinn. Dann kann ich eben die Würfel auch gleich liegen lassen. Das ist was, was ich ganz wichtig finde. Wenn meine Menschenkenntnis, meine Psychologie scheitert, dann muss das eben auch eine Konsequenz haben. Dann ist das nicht einfach nur, ja, du weißt nicht, ob er lügt, sondern na, man muss da vielleicht eben auch noch ein bisschen was sich überlegen. Das ist natürlich dann auf die Situation angepasst und beim Kampf ist es ja auch so. Beim Kampf ist auch eine Herausforderung und wenn ich da meinen Würfelwurf nicht schaffe, ja, dann bekomme ich Schaden oder ich kann halt keinen Schaden geben und werde dann im Gegenzug angegriffen. Das finde ich immer ganz bedeutend. Das muss auch angekündigt sein. Also man sollte sich bewusst sein, dass das jetzt schwierig ist. Aber gut, man kann dann eben auch Sachen spielen, wo man nicht mehr würfelt, sondern wo einem quasi alles gelingt. Aber ja gut, das ist keine Herausforderung. Ja, Nummer 8. Wie bekommen wir mehr Menschen zum Spiel? Ich glaube, dass wir da aktuell auf einem sehr guten Wege sind. Ich glaube, vor 10 Jahren war das Hobby sehr tot, könnte man fast meinen. Jetzt gerade kommt es wieder. Vor allem eben durch das Internet, was dann Menschen miteinander verbindet und verknüpft. Es ist dann nicht nur so, dass man sich andere Spielrunden am Tisch suchen kann über das Internet nach dem Motto: Ich suche jetzt
in diesem Block eine Tischrunde für meine Region, für meine Stadt, also für Berlin oder für München. Und dann können dann andere Münchner darauf schauen und sehen, okay, ich spiele da mit oder ich möchte das gerne kennenlernen. Man kann eben jetzt auch Leute dazu animieren, selber mal das auszuprobieren. Einfach indem wir sowas machen, ja, wie Blogs, wie Vlogs, auch wie Let's Plays. So sehr ich dieses Wort Let's Play nicht mag, aber auch das hilft, neuen Leuten in das Spiel reinzukommen und mal über ihren Schatten zu springen, indem sie dann Interesse dafür bekommen und selber mal es versuchen. Muss ja nicht gleich perfekt sein, aber wer macht das auch am Anfang schon gleich perfekt? Wird sowieso sehr, sehr schwer, weil viele verschiedene Menschen haben verschiedene Meinungen dazu, was ein perfektes Rollenspiel ist. Aber Hauptsache, wir bekommen sie erstmal dazu und können dann eben sie dazu animieren, bei uns mitzumachen. Wie hat ein Spiel dich überrascht? Ich glaube, das war Dread am Turm, der Jenga-Turm, der dann jeden Würfel ersetzt. Das habe ich jetzt ja auch schon in, ich glaube, 2 Livestreams mal erzählt. Dread hat mich nachhaltig beeindruckt, vor allem eben auch dadurch, wie es geleitet worden ist. Kann ich nur empfehlen, dass das mal ausprobiert wird. Und das Spiel hat mich überrascht, weil es einfach so sehr anders war, auch wenn es ein bisschen älter schon ist. Ich glaube 2006 wurde da gesagt von Daniel, aber ausprobieren ist mal was komplett anderes, finde ich gut. Wie hat das Spielen mich verändert? Ja, ich bin selbstsicherer geworden. Ich kann sehr viel besser improvisieren, auf andere Dinge eingehen, die mich selber überraschen, und kann dann eben damit arbeiten, was ich bekomme, was ich vorgesetzt bekomme. Und als Spielleiter muss man da sowieso irgendwie drauf reagieren. Als Spieler kennt man den Plot auch nicht, da wird man auch regelmäßig überrascht und muss dann mit dem arbeiten, was einem dann der Spielleiter erzählt, muss dann überlegen, was würde ich jetzt tun, beziehungsweise wie würde mein Charakter handeln, und das gibt einem sehr viel Improvisationstalent und Selbstsicherheit. Zumindest mich hat das so verändert. Der kühnste Name eines Charakters, ja, die Frage finde ich ein bisschen merkwürdig, ich werde sie trotzdem beantworten. Ich habe mir mal einen Charakter erstellt, das ist gleich auch ein bisschen verknüpft mit Frage Nummer 12, einen Trollwolf, das war ein Trollzacker, und das war ein Charakter, mit dem ich tatsächlich auch trollen wollte. Trollen ist natürlich eigentlich gar nicht so schön, aber es war eine Test- und Spontanrunde, und ich habe einfach mal überlegt, wie kann ich einen Charakter bauen, der jetzt naturkundig ist, und der war naturkundig und der hatte dann irgendwie Klugheit 8, und ich habe den auch sehr dumm gespielt. Ich mag es generell, dumme Charaktere zu spielen, das macht sehr viel Spaß, wenn man dann eben Sachen machen kann, die ein intelligenter Mensch nicht tun würde, einfach um so ein bisschen nicht das Spiel unbedingt zu brechen, aber um sich einfach mal anders zu verhalten. Und das hat mir sehr Spaß gemacht. Der Name des Charakters war Trollwolf, der Name war Programm. Nummer 12. Da das wildeste Charakterkonzept oder das kühnste Charakterkonzept, das habe nicht ich gebaut, sondern jemand anders. Und das war ein Südaventurier. Wir sind bei DSA 4.1, wo man noch so ein bisschen die Regeln durch Paketboni ein bisschen kaputt machen konnte. Das war ein Südaventurier, Fexgeweiht, BGB Geheimagent. Und das könnt ihr euch gerne mal zusammenklicken, und dann werdet ihr vielleicht herausfinden, warum das Konzept unglaublich broken ist. Ich sag's nochmal, ein Mittelländer aus Südaventurien, also Al-Anfa, er kam aus Al-Anfa, ein fexgeweihter BGB-Geheimagent. Komplett kaputt, das Ding. Das ist komplett kaputt. Das sind so die zwölfte Frage. Jetzt habe ich 6 Stück beantwortet und wir machen dann später weiter mit Woche 3. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.